In Afghanistan gab es eine Serie koordinierter Bombenanschläge. Mindestens 10 Menschen starben bei einer Explosion in der Hauptstadt. Die Taliban verstärken ihre Angriffe, während sich die NATO-Truppen nach 10 Jahren zurückziehen. Gayana Chichakyan sieht sich den Zustand an, in dem sie Afghanistan verlassen. Die Rekorddrogenproduktion hat Afghanistan in einen kriminellen Drogenstaat verwandelt. Der US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction sagt, es wird nach 2014 wahrscheinlich schlimmer, wenn der Großteil der Koalitionstruppen das Land verlässt. All die zerbrechlichen Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, Frauenrechte, Bildung, Rechtsstaat und Staatsführung, sind nun mehr denn je durch den Drogenhandel in Gefahr. Der Inspector General kritisierte die US-Führung dafür, den Kampf gegen Drogen in Afghanistan nicht zur Priorität gemacht zu haben. US- und NATO-Beamte haben die Drogenproduktion in ihren Reden kaum jemals erwähnt. Stattdessen präsentierten sie ein rosiges Bild. Mehr Afghanen haben nun Hoffnung in die Zukunft und das zum Großteil wegen euch. Verglichen mit der Situation 2001-2002 sind Afghanistan und die Welt sicherer, wegen dem, was wir in Afghanistan getan haben. Seit die USA die Taliban 2002 stürzten, hat sich die Opiumproduktion verdreifacht. Die Taliban, die vor der US-Invasion gegen Drogen kämpften, verdienen nun laut einem Bericht des UN-Sicherheitsrates ein Drittel ihrer Mittel durch Opiumverkäufe. Das deckt 90% des weltweiten Heroinmarktes und macht das Land zu einer globalen Gefahr. Schlafmohn bedeckt in Afghanistan ein Gebiet von der 12-fachen Größe Washington DCs. Wir haben auf ganzer Linie versagt. Produktion und Anbau florieren, Verbot und Beseitigung finden kaum statt. Die finanzielle Unterstützung des Aufstands ist groß. Sucht und Missbrauch sind in Afghanistan auf einem nie gekannten Level. Der Bericht des Inspector General sagt, die 7 Milliarden Dollar, die die USA seit 2002 für die Bekämpfung des Drogenhandels in Afghanistan ausgegeben haben, hatten keine Wirkung. Aber die USA haben sich auch nicht das Ziel gesetzt, die Schlafmohnfelder komplett zu beseitigen. Der Bericht über den dramatischen Wachstum der Drogenproduktion steht im krassen Gegensatz zu den Statements darüber, wie der Krieg in Afghanistan die Welt sicherer gemacht habe. Nicht nur unterstützen die Drogengelder Korruption und Aufstand in Afghanistan, es finanziert außerdem internationale kriminelle Netzwerke und nicht zu vergessen die Menschen weltweit, die jedes Jahr an ihrer Heroinsucht sterben. In Washington, I'm gonna check in. RT.